Hallo zusammen, heute wieder Neues aus der Werkstatt. Hallöchen. Du kleiner Elefant. Fängt schon wieder gut an. Ne? Ja, heute ist ein bisschen mal was anderes. Heute, also wir machen heute natürlich ganz normales Neues aus der Werkstatt, aber wir haben also eigentlich so eine Information wollen wir heute rausgeben, weil hier ist echt was passiert und wir waren auch ziemlich baff und wir sind hier fast verhaftet worden, aber alles fast. Aber alles mal von Anfang an und deswegen ist Aljoscha heute mit von der Kamera, weil das ist ihm eigentlich passiert und natürlich uns dann am Ende des Tages. Es dreht sich um einen VW-Bus. Genau, und das ist dieser wunderschöne California VW-Bus, sieht zumindest so aus. Ja, genau. Aber eigentlich nicht. Aber eigentlich doch nicht. Aber sieht so aus. Kommen wir gleich zu. Aber ja, ist verdeckt drauf. Ein Aufstelldach. Guck mal, da kann man auch sehen. Guck mal, Joshi, dass das Aufstelldach nachträglich eingebaut worden ist. Guck mal. Ja, aber es ist ja gut. So schön aussehen tut es nicht, okay. Aber. Wir erzählen mal von Anfang an. Genau. Der Wagen war letztes Jahr bei uns. Da hatten wir ein Problem mit der Lenkung. Da war die Lenkung undicht. Da haben wir dann ist der Wagen bei uns auf den Hof geschleppt worden. Da haben wir uns dann drum gekümmert. Da ist auch schon klar gewesen, dass mit dem Auto irgendwas nicht stimmt. Das hat uns die Kundin schon erzählt, dass sie mit dem Auto bis jetzt noch Brass hatte. Sie hat das Auto gekauft bei einem kleinen Händler, hat den Wagen zulassen wollen. Und bei der Zulassung gab es dann große Probleme mit dem Auto, weil die Fahrgestellnummer nicht zu dem Auto passt, beziehungsweise die Fahrgestellnummer, die in den Papieren drin stand, zu einem geklauten Auto gehört aus Potsdam. Da wurde ihr das Auto als allererstes mal beschlagnahmt. Genau, sie hat es also gekauft drüben im Osten bei einem seriösen Händler eigentlich. Genau. Ne? Also kann man schon so sagen. Und sie hat die ganzen Papiere und alles bekommen und hat den Wagen dann zugelassen. Und dann kurze Zeit später stand die Kripo bei ihr vor der Tür. Hat das Auto mitgenommen und hat sich das dann ein paar Wochen lang angeschaut, was mit dem Auto denn ist. Am Ende des Tages haben die nichts rausgefunden, außer, ja, das ist ein Transporter, also laut Fahrgestellnummer ist das ein Transporter, zeigen wir euch auch gleich, aber eigentlich ist es ja ein California, wie ihr seht. Und die haben wohl aus zwei Autos eins gemacht und California sieht man daran, dass er eben diese Campingausstattung hat innen drin, dass er das Dach aufstellen kann. Hier ist das Seitenfenster, hat ein Transporter auch nicht. Also hat so mehrere Merkmale von einem California. Also er ist schön aufgerüstet worden zu einem Campingbus. Genau. Aber wir können mal hier mal schauen. Wir haben jetzt hier die Fahrgestellnummer. Das ist die Fahrgestellnummer, die in dem Wagen steht. Ja. Diese Fahrgestellnummer. Die haben wir eingegeben und da kommt hier bei Partslink ganz klar raus, das ist ein Transporter-Kombi. Aber das hier ist kein Transporter. Das ist ein California. Du kannst auch jetzt hier drauf gehen, in Partslink können wir jetzt gucken und dann siehst du Bauteile, die das Auto gar nicht hat. Also wir sehen es ja faktisch, das Auto hat es nicht. Ja. Aber es ist trotzdem Kalifornien. Das ist eben auch also, genau also der. Also nochmal so zur Info: ein Transporter ist ja viel preiswerter als ein Kalifornier wegen dem Aufstelldach. Und so wie es scheint, damit das auch alle folgen können, wurde ein Kalifornier irgendwo entwendet, gestohlen, geklaut. Stabitz, ne? Ratzfatz. Ne? Quasi so. Aus zwei mach eins. Und dann haben die ganzen den Transporter zerlegt, dieses Auto zerlegt und alle Sachen von dem Kalifornier da eingebaut. Aber nicht alle Sachen. Und das ist eben das Problem. Genau, beziehungsweise das ist halt das, was der Kunde am Ende des Tages passiert ist, weil sie, wie gesagt, das Auto halt zulassen wollte und die gemerkt haben, oh, da stimmt irgendwas nicht. Die haben auch was rausgefunden und das ist eben genau das, was auch bei uns passiert ist. Der Wagen war dann hier bei uns nicht wegen diesem Problem, dass da irgendwas nicht stimmt, sondern weil der Scheinwerfer vorne rechts nicht funktioniert hat. Da war ein LED-Steuergerät defekt im Scheinwerfer selber und ich bin mit unserem ODIS-Tester, also mit unserem Euro-DFT, wo ODIS drauf ist. Also wir gehen mit diesem Tester direkt nach Wolfsburg auf den Server von Wolfsburg, können dort alle Daten abfragen, können programmieren und. Das können wir nicht nur bei VW, das können wir bei Audi, das können wir bei Seat, das können wir bei Skoda, bei Ford, Mercedes. Nee, Ford nicht, bei BMW und bei Mercedes können wir es noch. Ah. Aber die können auch dann sehen, wenn ich etwas umprogrammiert habe, wer es gemacht hat. Genau. Und das ist eben genau das, was am Ende des Tages passiert ist. Wir hatten, als ich den ausgelesen hatte, hatte ich zwei Fehler drin. Ich hatte einmal den Fehler zum LED-Steuergerät und ich hatte einen aktiven Komponentenschutz in der Informationselektronik. Das heißt, im Radio. Komponentenschutz heißt, wenn ich aus einem anderen Fahrzeug das in dieses Fahrzeug reinmache, gibt es einen sogenannten Komponentenschutz. Dann kann man das nicht komplett aktivieren, weil diese Fahrgestellnummer ist gesperrt auf das andere Fahrzeug. Was ich dann machen kann, ist, wenn ich das Radio jetzt hier einbaue,
kann ich diesen Komponentenschutz rausnehmen, aber nur über den Originaltester, nur über Wolfsburg, indem ich dort die neue Fahrgestellnummer von dem Fahrzeug reinschreibe. Und damit sind alle, alle Funktionen des Radios auf diese Fahrgestellnummer programmiert und freigeschaltet. Nochmal kurz zur Erklärung. Ich nehme das Radio raus, lege es an eine Seite, mache es wieder rein, das Auto sagt, ah ja, das ist mein Radio. Ich nehme ein anderes Radio, setze es da rein, sagt, das ist nicht mein Radio, spielt nicht. Genau. Und kriege ich also nicht so aktiviert. Oder so. Und deswegen muss man dann den Komponentenschutz freischalten. Das hat was eigentlich tatsächlich mit Diebstahlschutz zu tun. Ja. Sodass man sagt, okay, man kann eben nicht wie früher, wo sie die Autos aufgebrochen haben, ja. Radios raus, zack, verkauft auf dem Schwarzmarkt für 500, 600 Euro, nimm das ruhig, alles in Ordnung. Das funktioniert eben nicht mehr. Genau. Oder doch. Weil hier ist es ja ganz klar so, das Radio, was hier drin ist, funktioniert einwandfrei, obwohl der Komponentenschutz im System gespeichert ist. Und da habe ich gedacht, merkwürdig, wenn das alles funktioniert, dann passt das ja zusammen. Bin ins System reingegangen, wollte den Komponentenschutz entfernen, um vielleicht auch der Kunde noch eine Info zu geben. Und siehe da, der Text in Odis, der drin stand, war, Achtung, folgende Komponenten konnten nicht freigeschaltet werden. Informationselektronik, Fehler, das Steuergerät ist unbrauchbar und sollte daher ersetzt werden mit dieser Fahrgestellnummer. Da habe ich gedacht, ja gut, okay, dann ist das so, habe die Fahrgestellnummer der Kundin aufgeschrieben, dass sie die Daten nochmal hat. Was aber zeitgleich passiert ist, ist, die Infos, die ich hier im Fahrzeug gesammelt habe, sind nach Wolfsburg gegangen. So, jetzt pass auf, jetzt lass mich ganz kurz. Das war montags? Das war freitags. Das war freitags. Freitags habe ich die Informationen ausgelesen und wollte den freischalten. Habe gesagt, funktioniert nicht. Alles klar, ist ja nicht schlimm. Radio funktioniert ja, dann ist egal. Mhm. Montags ist dann die Info von VW gekommen. Die haben die Listen im System verglichen und haben gemerkt, die Fahrgestellnummer gehört zu einem geklauten Auto. Weil derjenige, der das Radio vorher besessen hat oder den California vorher besessen hat, natürlich sein Auto als gestohlen gemeldet hat. Dann hat die Polizei an VW die Info gegeben, Achtung, dieses Auto ist gestohlen worden. Nee. Alle Bauteile mit dieser Fahrgestellnummer sind gesperrt und wenn irgendwas ist, müsst ihr uns Bescheid sagen. VW hat die Daten dann genommen, montags vielleicht, und hat dann gesagt, okay, da hat am Freitag die Firma Parsch probiert, das geklaute Radio aus diesem California da zu programmieren, in ein neues Auto zu programmieren. Genau, das ist dann von VW dann zur Polizei gegangen. So, und zwei, drei Tage später kommt hier jemand rein. Ich stehe hier vorne in der Halle und sage zu mir, kann ich bitte mal die Geschäftsleitung sprechen? Ich denke, Geschäftsleitung, gehen Sie mal rein ins Büro, obwohl ich ja so ein bisschen Geschäftsleitung hier bin. Gehen Sie mal rein ins Büro. Und dann sagt der Marco zu mir, Sie sehen, der hat voll die Knarre am Bauch. Ich sage, wie eine Knarre? Und dann sind wir rein ins Büro. Und dann stand er schon da und sagte dann zum Aljoscha, erklären Sie mir mal, warum Sie hier geklaute Autoradios einbauen. Genau. Also wir sind dann verdächtigt worden, dass wir geklaute Sachen hier einbauen, geklaute Sachen programmieren. Also erstmal finde ich geil, dass das so funktioniert, dass es in so eine Geschwindigkeit geht, weil das ist nämlich dann in den Osten gegangen und vom Osten aus haben die dann direkt hier in Köln eine Information gegeben an die Polizei und diese Polizei ist dann sofort losmarschiert, um das aufzuklären. Frische Fährte direkt hinter uns her. So. Und so lief das Ganze. Die kommen jetzt gleich, also wir haben mit der Polizei gesprochen, weil es da noch ganz viele andere Themen gibt, über die wir, worüber wir informiert worden sind. Also wir zwei erstmal, ich habe es natürlich dem Hans-Jürgen auch erzählt, und haben wir gesagt, das müssen wir euch unbedingt sagen, weil was da alles läuft auf dem Markt, das schauen wir, blicken wir ja gar nicht. Und jetzt gleich, wir werden jetzt gleich hinkommen, die Polizei, der Polizist. Ich beduze uns mittlerweile, das ist echt ein super Typ. Und habe gesagt, Polizist. Können wir das nicht an unsere Zuschauer weitergeben, damit die auch achtsam sind und zur Aufklärung. Weil es gibt wirklich ein paar Tipps, hing mir das Kinn runter. Da habe ich gesagt, ist ja nicht möglich. Ich habe dem, als er hier war, kurz Zeit später angerufen, hat er gesagt, klar, das machen wir. So, bis dahin. Jetzt können wir aber auch erklären, warum wir können ja mit diesem Euro-DFT alles Mögliche programmieren. Wir könnten den Gurtschutz rausmachen, den Gurtwarner rausmachen. Wir könnten alles Mögliche darin rausmachen, rausprogrammieren. Aber wie sobald ein VW-Händler. Wie ein VW-Händler, das, was der auch alles kann. Er macht es nicht und wir machen es nicht.
weil das sofort an VW gesendet wird oder überhaupt an die anderen Fahrzeughersteller auch, sofort dahin gesendet wird und zack steht einer hier und sagt, du hast ein Auto manipuliert und schon stehst du mit einem einen Bein im Knast. Da müssen wir immer aufpassen. Also genau, würden wir nicht tun. Ne? Also das ist alles das, was irgendwie, wie zum Beispiel rausprogrammiert von dem... Was rechtswidrig ist. Genau, was rechtswidrig ist, machen wir nicht. Ja. Das ist ganz klar. Ne? Und man steht wirklich mit einem Fuß im Knast und das ist tatsächlich, so eine Lizenz bekommt man ja auch nicht von irgendwoher. Genau, sondern die Lizenz habe ich, auf meine Person ist diese Lizenz registriert. Und polizeiliches sowas. Führungszeugnis und alle Daten. Ein Riesenaufwand, um das überhaupt zu bekommen, dass wir das überhaupt dürfen. Ja. Ne? Und da muss man auch tatsächlich aufpassen, weil wenn wir das jetzt noch 2-3 Mal machen, wird uns VW irgendwann sagen, kriegt ihr nicht mehr. Vergesst es. Genau, was macht ihr für komische Dinge? Aber, genau. das hat sich ja jetzt erstmal aufgeklärt. Aufgeklärt, genau. So, genau. So, jetzt würde ich sagen, machen wir kurz einen Schnitt und dann wird der Polizist bei uns stehen und dann schauen wir, was der uns zu sagen hat. Ne? Ja. So, hier ist er. Ja. Hallo. Stell dich mal vor. Ich bin der Polizist. Ich bin beim Kriminalkommissariat 74 in Köln, Kfz-Kriminalität und in Köln schon seit Ewigzeiten tätig als Polizeibeamter. Wie war das für dich? Weil du bist ja hier reingekommen. Ich habe gesagt, geh mal, dass die Geschäftsleitung ist da drinnen. Wir duzen es mittlerweile, habe ich ja vorhin schon gesagt, weil wir echt auch viel telefoniert haben und haben uns auch auf anderen Ebenen mittlerweile kennengelernt und sowas. Ja. Und das ist echt ein guter. Und deswegen ist er auch hier. Ne? Und die Polizei hat natürlich auch Interesse daran, um aufzuklären. Und darüber haben wir gesprochen, haben gesagt, können wir das nicht machen? Ja. Polizist. Direkt gesagt, machen wir. Pressesprecher gesprochen und wie gesagt, alles geklärt. Das dürfen wir jetzt grade, hier. Wir überlegen gerade nur noch, wann sie dich jetzt endlich mitnehmen. Ne? Mich? Ja. Ja, die Handschellen habe ich dabei. Hast du bei? Wir können auch mit Kabelbändern machen. genau. Letzte Bild ist, wie ich nachher so rausgehe. Wie war es für dich? Du bist ja reingekommen mit dem Verdacht. Ich hatte ja überhaupt gar keine Ahnung, wo ich hier ankomme und hab gedacht, das wäre vielleicht eine Hinterhofwerkstatt. Ja. Dunkle Erscheinungen treffen auf mich. Nein, so war es nicht. Ach, schön. Ganz im Gegenteil, sehr sympathische Menschen, die hier arbeiten. Also, wo sind die denn? Wo hast du die denn gelassen? Ja, alles verstanden. Ja, für dich ist ja dann erstmal ganz klar, du kriegst dann so eine, du musst dann aufklären, du musst ermitteln und dann denkst du erstmal, okay, wenn da so man etwas... Man geht erstmal davon aus, dass da irgendwas hintersteckt, hinter der Sache. Und so ermitteln wir dann auch. Und was ist dann, was hast du für einen Auftrag gehabt? Also es wurde gesagt, da wurde Komponentenschutz oder da wurde ein Steuergerät, was... Ja, es ging darum, dass eventuell geklaute Teile in ein Fahrzeug eingebaut werden und das muss natürlich abgeklärt werden, weil das natürlich nicht erlaubt ist. Genau, und dann bist du ja auch reingegangen, ich bin da hinterher gelaufen. Und da wurde ich dann auch erst ein bisschen nervös, ich denke, ups, weil das war nicht so ein Grinsegesicht. Nee, da war das schon ziemlich ernst und auch ganz klar und auch ganz gerade und sagte, dann haben wir gesagt, ja, können wir mal nach hinten reingehen, dann sind wir hinten in unseren Aufenthaltsraum gegangen. Ja. Und was ist dein Ermittlungsergebnis jetzt erstmal? Ich meine, wir dürfen jetzt hier keine polizeitaktischen Sachen verraten, das ist mal vollkommen klar. Ne? Also da sind wir auch achtsam mit. Aber also legen wir es mal so dar, die Dame, die hat sicherlich keine Schuld an der ganzen Situation und das wurde geklärt. Mhm. Dementsprechend ist die Sache jetzt vom Tisch, zumindest für Köln. Und die sachbearbeitende Dienststelle vor Ort, die hat wohl auch da in der Sache nicht mehr viel zu tun. Okay, also der Dame, der gehört das Auto jetzt, die darf den auch behalten. Ja. Aber am Ende so viel ich weiß, wir sind auch raus. Also du hast ja ganz klar erkannt, okay, die Jungs, die haben das jetzt nicht gemacht, haben wir keine gedealten Klamotten, die sie verticken. Und wie geht denn das jetzt weiter? Ist das abgeschlossen oder gibt es da noch weitere Ermittlungen? Also inwieweit die Ermittlungen weitergehen, das wird die sachbearbeitende Dienststelle, die ja nicht Köln ist, entscheiden. Ich bin nur für die Ermittlungen hier vor Ort kurz zuständig gewesen, habe meinen Bericht dazu geschrieben und habe das abgegeben. Wie das denn anschließend weitergeht, kann ich dir nicht sagen. Okay. Das entscheidet dann die Sachbearbeitung. Mhm. Was ich erstmal geil fand, ist, dass es wirklich so schnell geht. Also man hört ja viel mit Beamten und Polizei und da ist sie jetzt da nicht. Man hört ja immer nur Negative von euch. Ja. Ne? So, und da muss ich mal ganz klar sagen, das finde ich ziemlich cool und das finde ich auch gut, dass das auch mal rüberkommt. Hey, die Polizei, die sitzen nicht nur rum und fallen sich die Fingernägelchen. Ja. Ne? Oder also ich bin nicht mit Blaulicht und Horny hingekommen, aber ich bin so schnell, wie es ging. Aber das muss auch ziemlich schnell gehen, sonst sind doch die Spuren weg und ich kann doch nichts mehr verfolgen. Das Fahrzeug ist unter Umständen weg, schon raus aus der Halle und wenn es dann wirklich deliktischer
Hintergrund Diebstahl ist, dann ist für mich die Sache schwieriger nachzuermitteln, als wenn ich das Fahrzeug hier vor Ort habe. Verschwindet das Ding in irgendeiner Garage und weg ist. Womöglich, ja. Womöglich, genau. Worum es uns auch ging, wir haben uns danach noch unterhalten, nachdem du hier warst. Und da sind einfach so ein paar Sachen zutage gekommen, wo wir gesagt haben, hey, oder wo ich gedacht habe, hey, Polizist. Da haben wir es noch gesiezt. Habe ich dich nochmal angerufen und habe gesagt, können wir dann da nicht irgendwie was hier vor der Kamera machen? Weil die Sachen, die ich erfahren habe, die haben mich sehr erschrocken. Die haben mich auch in Emotionen gebracht, wie Leute verarscht werden, wie Leute abgezogen werden, wie Leute wirklich an die Grenze des Ruins gebracht werden, weil Autos verkauft werden. Erzähl doch bitte darüber mal, weil das ist, glaube ich, auch unser Auftrag hier, den Leuten zu helfen, nicht auf sowas hereinzufallen. Ja, ist schwierig. Geiz ist geil, sagt man ja so. In diesem Fall ist es nicht geil. Es ist fatal. Fatal für jeden, der Opfer dieser Masche ist. Es wurden und es werden weiterhin viele Straßenverkehrsämter aufgesucht von kriminellen Personen, die dort einbrechen und Fahrzeugscheine und Fahrzeugbriefe, TÜV-Stempel und dergleichen klauen, Blankobriefe, und die dann einsetzen für den Verkauf von Fahrzeugen, die sie rechtswidrig erlangt haben. Also die Sache ist ziemlich perfide, weil die Fahrzeuge zum Teil gestohlen werden, das ist das, was der Bürger kennt, aber dass viele Fahrzeuge auch bei Probefahrten entwendet werden unter Vorlegung falscher Personalien. Steigst in das Auto ein, ich möchte meine Probefahrt, selbst bei großen Firmen oder bei Privatleuten, das ist egal, die steigen ein, fahren mit dem Wagen weg und der Wagen kommt nicht wieder. Und die hinterlassen ihre Ausweise teilweise, brauchen sie nicht, das sind gefälschte Dinger. Leasingbetrügereien, die erlangen ihre Fahrzeuge durch Homejacking-Fälle. Das heißt, Homejacking ist ein Modus operandi, also eine Tatbegehung der Täter in dieser Form. Wenn du ein Keyless-Go-Fahrzeug hast, dann hast du einen Schlüssel, den brauchst du nicht reinzustecken, du hast ihn in der Hosentasche, setzt dir ein Auto und den startet. Dieser Schlüssel sendet also dementsprechend Funkwellen. Und wenn du das in deinem Haus an der Haustür liegen hast, wie es üblich ist, an der Jacke, an der Garderobe hängen, dann können die Täter, die dementsprechend ausgestattet sind, diese Funkwellen verlängern zum Fahrzeug. Und dann ist mein Auto freigegeben. Dann steht ein weiterer an der Tür und wartet nur, bis die Wellen dort eintreffen. Das Signal ankommt, dann wird das Fahrzeug aufgemacht, gestartet und dann geht erstmal das Fahrzeug, läuft und kann weggefahren werden bis zum nächsten Ausschalten. Dann geht natürlich nichts mehr. Okay, aber dann kann ich auch umstrecken. Also das kann ich aber umgehen, indem ich meinen Schlüssel einfach in eine Geldkassette reintue, Metallkassette, müssen Metall sein, oder mein Aktenkoffer, der aus Aluminium ist, lassen Schlüssel oder da drin. Aluminiumfolie. Haben wir auch schon mal, wenn wir hier, können wir mal probieren, den Schlüssel einpacken, Aluminiumfolie springt nicht mehr an. Also auch wenn du den einpackst und hast so einen Bart und willst rumdrehen, die Wegversperrung wird nicht mehr kann. Also das schützt davor, dass diese Wellen nicht weitergehen. Aber ich meine, dann nützt es nichts, wenn sie mir einbrechen. Genau, oder? Das wäre die andere Variante. Die Personen sehen ein attraktives Fahrzeug vor einem Einfamilienhaus zum Beispiel stehen und sagen, dieses Fahrzeug möchte ich haben. Ich gehe mal davon aus, dass der Besitzer dieses Fahrzeugs den Schlüssel auch da in der Wohnung oder in dem Haus liegen hat. Ich breche die Tür auf, ganz leise, während du schläfst, steht der Täter schon bei dir im Flur und geht an deine Jacke, nimmt den Schlüssel, fährt mit dem Auto weg und das Auto ist weg. Das ist Homejacking. Okay, also Tipp ist, entweder in Aluminiumfolie, am besten in eine Geldkassette rein tun und nicht an der Tür irgendwo hängen lassen, sondern wirklich irgendwo anders, in eine andere Schublade, irgendwo in eine Geldkassette rein, dann ist Ruhe im Karton. Muss natürlich dann auch gucken, wenn die dann anfangen, dann Randale zu machen und zu suchen, aber das machen die meistens gar nicht. Nein, oder? Also beim der typische Homejacking-Fall, der finden sie nicht auch wieder ab. Ist bezogen auf den Schlüssel des Fahrzeugs. Kann man nur hoffen. Aber hast du verschiedenen Potpourri an Taten, an Modus operandis, die unterschiedlich sind, aber die werden komplett genutzt, alle von dieser Fahrzeuge werden genutzt von diesen kriminellen Banden, das sind kriminelle Großfamilien, bislang zumindest hauptsächlich. Ja. So, jetzt haben die ihr Fahrzeuge geklaut und ein bisschen Homejacking haben sie es geholt und auf verschiedene Methoden. Was machen die dann?
die übertragen die Daten des Fahrzeuges, was sie jetzt hier erlangt haben, auf die Blankobriefe. Es sind ja keine gefälschten Briefe, es sind ja Blankobriefe, übertragen die. Da entstehen sehr oft auch Tippfehler. Daran kann man das sehr oft erkennen. Verschiedene Stempel von verschiedenen Städten, die sich widersprechen, Tippfehler. Aber man muss schon sehr genau schauen, um das zu sehen. Also das Rechtschreibfehler auch ganz egal. Dass Rechtschreibpunkte falsch gesetzt sind. Also achtsam sein, okay. Da gibt es verschiedene Fehler, die immer wieder auftauchen. Aber es ist nicht sicher, dass das so ist. Man kann auch unter Umständen einen Fahrzeugbrief in der Hand haben und denkt, das ist das Originale von diesem Fahrzeug. Und wenn du dann als Käufer hingehst und schaust dir die Papiere an, schaust dir den Wagen an, vergleichst die Fahrgestellnummer, dann passt alles schön. Das Auto ist ja im Prinzip ein Transporter und ist komplett umgebaut worden von einem Kalifornier. Ist ein Transporter aufgebaut. Also alles, die ganzen Teile sind von dem Kalifornier hier drauf gebaut. Sieht doch original aus. Die Dame, die den gekauft hat, hat auch gedacht, das kann nicht sein, weil die auch ganz viel geprüft haben und sowas. Ja. Aber du hast mir auch erzählt... Pass mal auf, bevor du reingrätschst. Jetzt gibt es doch da die Möglichkeit, die wollen diese Autos, das unterstelle ich jetzt einfach, schnell loswerden, oder? Ja. Die wollen die schnell loswerden. Das heißt, sie sind dementsprechend preiswerter. Genau. Bei dem Auto war es, glaube ich, ein Unterschied von, was weiß ich, 20.000, egal. Ich weiß nicht, irgendeine Summe, wir sind da preiswerter. Um da als Käufer sicher zu gehen, dass das Auto jetzt nicht irgendwo geklaut ist, dass das nicht manipuliert ist, wäre doch das Einfachste, wenn ich dem Verkäufer sage, pass auf, ich traue dir, ist alles prima, aber wir gehen zur Polizeidienststelle, ich möchte das gerne überprüft haben. Ja, also sobald Anhaltspunkte da vorliegen, also man sollte jetzt nicht bei jedem Fahrzeug, was gekauft wird, wo ich keinen Verdacht habe, zur Polizei gehen. Ja. Dafür ist die Polizeiwache nicht da. Mhm. Wenn man aber einen Verdacht hat, verschiedene Punkte nicht normal sind, also im Allgemeinen ist das Fahrzeug nicht so viel billiger, 3.000, 4.000 Euro billiger. Ja. Die sagen am Telefon auch meistens, da sind Kratzer dran, deshalb ist der Wagen billiger. Ja. Und da kommen wir wieder zum Geiz ist geil. Ja, klar. Dann sagt er, 3.000 Euro für einen Kratzer, mache ich ganz gerne. Und dann ist es wieder sehr auffällig, wenn nicht zu Hause das Fahrzeug übergeben wird. Auch nicht in der Firma oder in einer Werkstatt oder in einem Verkaufshandel von Autos, sondern auf der Straße. Das heißt, die Fälle, die wir haben, finden im öffentlichen Straßenverkehr statt. Und du hast sowas erzählt von einem Hotel. Ne? Teilweise wird das Fahrzeug zum Hotel gefahren, wo dann der Geschädigte dort sogar untergebracht wird. Der kommt aus München, will nach Köln das Auto kaufen und die gehen teilweise so professionell vor und sagen, wir besorgen dir ein Hotelzimmer und du denkst, das ist ja wirklich professionell. Und dann wird am nächsten Morgen das Auto vorgefahren vor das Hotel und Geldübergabe, ein Schlüssel, das ist auch immer ein Punkt, da muss man wirklich sagen, das ist ein sehr guter Anhaltspunkt für deliktische Herkunft. Wenn nur ein Schlüssel dabei ist, womöglich ein zweiter dabei ist, der aber nicht funktioniert, der ein Dummy ist. Okay, guter Tipp. Also ein Schlüssel oder einer funktioniert nicht. Dann ist der Verdacht, dass man fragen kann. Dann ist es auf jeden Fall so, dass man, wie du gerade sagtest, da fahre ich zur Polizei. Ja, aber dann steigen die Jungs ja aus. Ich meine, Man muss jetzt wirklich sagen, die gehen unglaublich professionell vor. Die haben eine Gegenobservation. Oft genug haben wir das erlebt. Gegenobservation? Das heißt, du sollst zur Venloer Straße 350 kommen. Dort wird das Auto übergeben. Du gehst als potenzieller Käufer, gehst du dahin. Ja. Dann wird dir eine halbe Stunde vorher gesagt, sind sie schon da und wann kommen sie? Dann sagst du, ja, ich bin in 10 Minuten da. Dann steht da schon das Gegenobservationsfahrzeug und guckt, ob Polizei in der Nähe ist, ob die sich aufbauen. Falls sie aufgekippt sind, dass sie sagen, oh komm, abbrechen, wir hauen ab. Genau, also man muss damit rechnen, dass sie so professionell vorgehen, dass sie teilweise wirklich gucken, ob die Polizei in der Nähe ist. Und wie gesagt, das beste
die beste Möglichkeit ist, einen Verdacht zumindest zu bekommen. Es ist billiger als sonst. Es ist Ich habe einen Schlüssel, ja. Da wird gesagt, ja, da wird nachgereicht, den haben wir vergessen. Immer in der Öffentlichkeit irgendwo, ne? Immer in der Öffentlichkeit, immer auf dem öffentlichen Straßenverkehr. Okay. Es wird wechselseitige Verkäufer, da wird gesagt, meine Oma hat Corona, ich kann nicht kommen, ich schicke einen anderen, dann kommt ein anderer dahin. Okay. Das sind Tipps für das, ja, also man mich, muss das, wirklich, das man zu muss nehmen. Wirklich ja. sagen, wenn man so einen Verdacht oder so einen Fall hat, wo man nachdenkt, ist das jetzt nun richtig, dann sollte man wirklich mit dem vereinbaren und sagen, wenn der seriös ist, dann sagt er, natürlich gehe ich mit zur Polizei und fahre das Fahrzeug vor und dann gucken wir mal, ob alles rechtens läuft. Wenn du schon sagst, ich habe keine Zeit oder geht gerade nicht oder da nee. Das kann ich wirklich nur empfehlen, kann ich schon einen Koffer packen und abbauen. Gut, das haben wir soweit. Es ist nicht nur so, dass PKWs verkauft werden, sondern gerade Wohnmobile auch, die hochwertig sind, ja, das ist ja richtig, verdammt viel Geld. Und man muss sich jetzt einfach vorstellen, man ist das Geld und das Auto los, im Allgemeinen. Ja, das ist das Problem. Es gibt nur wenige Fälle, wo wir Eigentumserlangungen über dieses Fahrzeug, wo ich 60.000 Euro bezahlt habe, sagen kann, nach der Erkennung dieser Umstände ist das noch mir. Nein, das ist zum Glück ist das hier bei der Dame, die hat ihr Auto, aber dann ist die Kohle weg. Wenn es einen Diebstahl herrührt oder aus dem Ausland, viele werden aus Frankreich rübergefahren, in Frankreich rechtswidrig erlangt, nach Deutschland gefahren, hier verkauft und Frankreich nimmt die Fahrzeuge im Allgemeinen immer wieder zurück. Also da kann man keinen Besitzer erlangen und hier in Deutschland ist es auch sehr selten, dass ich das Glück habe, selbst mit einem gutgläubigen Erwerb, das heißt, man fragt ja in so einem Fall, war es für dich einsichtig oder nachvollziehbar, dass das Fahrzeug nicht vom LKW gefallen ist, wie man so gut in Deutsch sagt. Ja. Selbst wenn ich einen guten Preis bezahlt habe und gutgläubig gekauft habe und mir nicht gesagt werden kann, Mensch, das hättest du erkennen müssen, wird dir das Auto weggenommen und das Geld auch. Und dann haben wir Familien teilweise bei uns sitzen, die Tränen, da laufen die Tränen runter, weil die haben einen Kredit aufgenommen, um mit der Familie unterwegs zur Arbeit zu kommen, zum Kindergarten zu kommen. Und das Geld und das Auto ist weg. Deshalb kann ich nur sagen, Geiz ist nicht geil. Ja. In diesem Fall immer darauf achten, dass Anhaltspunkte, die ich jetzt gesagt habe, vorliegen. Und dann, wenn auch nur einer dieser Punkte vorliegt, hochachtsam werden und am besten mit der Polizei Rücksprache nehmen. Und du sagst, vielen Dank dafür, weil das haben wir jetzt verstanden, das ist auch das, was wir eigentlich rüberbringen wollten. Du sagst aber auch noch, wo Autos am meisten gestohlen wird, ist sehr häufig in der Tiefgarage, weil im öffentlichen Raum kann man da nicht so dran rumschrauben. Tiefgarage ist so ein ganz heißes Pflaster. Absolut. Da muss man eben aufpassen, wenn man sicher denkt, Tiefgarage ist alles geil, aber nein, da wird wirklich am meisten gestohlen. Das ist ein Trugschluss, das ist ein richtiger Trugschluss. Okay. Man denkt, wenn ich den Wagen vor meinem Fenster abparke, dann ist der gefährdet. Aber wenn ich den in die Tiefgarage fahre, ich habe einen schönen Oldtimer, nämlich viele Oldtimers kommen da weg, oder ein schönes Motorrad. Wenn ich das dann unten bei mir in der Tiefgarage stehen habe, eine Sammeltiefgarage, nicht eine Einzelgarage, die ist eher sicherer als irgendwo anders. Aber eine Tiefgarage, die öffentlich zugänglich ist, auch mit einem Schlüssel, die warten ab, bis das Tor hochgeht, gehen rein. Oder kommen auf andere Weise rein. Also da auch noch ein Tipp. Die können einfach ungestörter arbeiten in der Tiefgarage. Unter Umständen steht oben einer und guckt, ob einer reinmarschiert. Nachts um 3 Uhr interessiert das noch nicht mal. Fertig. Man hört noch nicht mal die Alarmanlage teilweise. Ja? Naja, und Oldtimer hat meistens keine. Oder es ist Nachgruß, aber Original Oldtimer haben ja keine Alarmanlage. Aber da gibt es ja gute Möglichkeiten mit Krallen, mit Lenkradkrallen und. Polizist. Das war jetzt echt lang, das war jetzt echt auch viel Information. Aber sehr, sehr interessant. Und vielen, vielen, vielen Dank. Mega, dass du gekommen bist. Mega, dass deine Polizeidienststelle das auch zugelassen hat, euch zu informieren darüber. Wir machen jetzt weiter mit Normalem aus der Werkstatt. Hier gibt es ja nichts Normales. Hier ist nicht normal. Das ist ja auch nicht normal. Ja, nochmal, Dankeschön. Und guck mal, wir haben da eine...
eine A-Klasse, auf jeden Fall eine A- und eine B-Klasse. Ein Mercedes. Mercedes. Da haben wir eine Inspektion gemacht und plötzlich ist der Motor fest. Die schauen wir uns jetzt mal an. So, und hier haben wir die, war keine A-Klasse, war eine B-Klasse. Ich wusste nicht ganz sicher, war A- oder B-Klasse. Wir haben es jetzt selbst noch nicht gesehen. Der Josh hat uns davon berichtet. Und wir machen jetzt mit euch zusammen, schauen wir mal, ob wir hier, was hier die Diagnose ergibt. Also nochmal zur Erklärung. Wir haben eine Inspektion an den Wagen gemacht. Wir haben neue Kerzen gemacht. Wir haben Ölwechsel gemacht. Luftfilter, Pollenfilter, alles gewechselt. Wollen die Jungs den Wagen raussetzen. Und dann geht es nur noch so. Hört mal. Ich gehe mal mit meinem Mikro über den Motor. Ja. Da kann man es doch besser hören. Achtung. Mach mal. Nochmal. Ja, mehr kommt da nicht. Außer ein Klack. Genau. Einfach nur. Aber ein relativ ruhiges Klack. So, da können wir meinen, die Batterie ist ja leer. Nee, wir haben hier ein Starthilfekabel extra dran. Starthilfeköfferchen ist dran. Ne? Das ist aber nicht das typische Klack, was ein Anlasser macht, was er da tut. Wir haben da so eine Vermutung. Also jetzt ist das Problem, wir haben jetzt das Thema, dass der Motor nicht mehr anspringt. Wir haben das jetzt selbst noch nicht gespürt. Wir haben nur alles vorbereitet. Und der Motor soll jetzt festhängen. Das heißt, wir machen eine Inspektion, wir machen Ölwechsel, wir machen neue Kerzen rein und jetzt hängt der Motor fest. Die Jungs sagten, sie hätten da schon in den Brennräumen reingeguckt, hätten aber nichts gesehen und wir vermuten was. Aber jetzt gehen wir mal Step by Step by Step. Wir wissen auch noch nicht, wo jetzt die Reise hingeht. Vermutung haben wir, aber jetzt gehen wir mit euch erstmal Step by Step und schauen uns das ganze Spiel hier mal an. Hier vorne ist die Kurbelwelle. Hier, da. Okay. Kurbelwelle, Riemenscheibe ist hier, die Kurbelwelle läuft hier durch. So. Und jetzt können wir hier an der Seite, Jo, kannst du mal leuchten, dass ich da oben reinkomme? Ja, ich stehe schon hinter dir. Und in der Seite können wir rein mit einem Werkzeug. Ja. Ja, jetzt bin ich drauf. Jetzt bist du drin. So. So, jetzt gehen wir hier. Jetzt müssen wir von hier aus den Motor, weil die Kerzen sind noch raus, drehen können. In beide Richtungen müssen wir die drehen können. Ja. Vorwärts und rückwärts, aber er hängt in beide Richtungen falsch, fest. Du drehst, nein, von drehen kann man hier nicht sprechen, das bewegt sich die Kurbelwelle um einen halben Millimeter. Also, bombenfeste Kurbel. Jetzt haben wir von hier unten, dann ist ja bei dem Auto erst alles ein bisschen anders. Hier drin hat er da die Kerzen sitzen. Also ich gehe mal eben eine Lampe holen, damit wir da Licht drin haben. Telefon! Hier ein bisschen Licht drin und hier oben kannst du da irgendwie reingucken. Dann habe ich die Lampe noch davor, dann kannst du gar nichts mehr sehen. Ne? Hier vorne kann man die Zündkabel sehen. Also das Auto ist wirklich seltsam gebaut. Um die Zündkerze zu erneuern, muss man hier rumeiern. Das ist also voll krank. Die haben die Zündkerzen gebaut, da ist er denen hingefallen und dann haben sie schnell die Karosserie drumherum gebaut, weil der Motor liegt hier in diesem Auto drin. Es ist. Okay, was haben wir für eine Möglichkeit? Wir haben die Kolben, wir haben die Kurbelwelle und wenn die Kurbelwelle festhängt, kann es ja eigentlich nur sein, dass was in einen Brennraum reingefallen ist. War zumindest meine Idee. Da müsste die Jungs, der Kolben hochgekommen sein und das sich irgendwie verklemmt haben. Ja, weil kannst du mal bitte festhalten, fest. Weil irgendwie. Aber dann kann ich ja theoretisch, wenn ich wieder zurückdrehe. Ja. Lass mal gucken. Jetzt, du bist auf dem richtigen Weg, komm her. Wenn der Schniepel vorne gerade ist, müsstest du eigentlich gerade reinkommen, ne? Ja, da. Ja. Ja. Oh, da ist das Ventil. Ja. Ich glaube, ich muss ein bisschen tiefer rein, an dem Ventil vorbei. So, und da ist nichts zu sehen. Das ist das erste Zylinder. Da ist also, liegt jetzt also nichts drin. Der Kolben ist auch relativ weit unten. So, okay. Dann kann es ja nur sein, wenn der erste Zylinder unten ist, dann ist der vierte auch unten, dann kann es ja nur am zweiten oder dritten Zylinder sein, wenn da was drin liegen sollte. Was ich mir nicht vorstellen kann, die Jungs haben auch gesagt, nee, da ist nichts drin. Aber gut. Wir haben ja auch gesunde Augen, aber besser mal gucken. Mal schauen. Ja. So, oh, der ist auch unten. Also steht auf Mittelstellung.
Oh, das steht auf Mittelstellung. Ja, wenn auf Mittelstellung steht, dann musst du ihn hin und her schieben können. Ja. Dann kann er sich nicht verkeilen. Ist logisch, ne? Alle Kolben stehen auf Mittelstellung und er kann ja nur festhängen, wenn was reingefallen ist. Und wenn der Kolben hochgeht und sich irgendwas da drin verkantet hat und er kommt dann nicht weiter. So, aber wenn die Kolben auf Mittelstellung sind, dann haben wir immer noch das Spiel bis oben und bis ganz unten. Bei allen vier Kolben gleiche Möglichkeit. Aber okay, die ist hier nicht. Dann kommen wir jetzt auf die Idee. Dann haben wir noch ein Bauteil, das wäre der Starter. Wir haben ja den Zahnkranz und wenn der Starter in den Zahnkranz reingeht, dann dreht er den Zahnkranz von der Kurbelwelle. Das ist hier. Von der Kurbelwelle. Na, sag mal, vom Schwungrad. So, hier kann man so, da, und wenn da zwei Zähne aufeinander hängen, möglicherweise von der Kurbelwelle und dem Starter, wäre das eine Möglichkeit. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier oben an den Starter rankommen. Der liegt natürlich gut. Komplett auf bei dem Auto, das ist alles. Ich gehe jetzt hier den Starterkranz lang und irgendwann müssten wir da eigentlich den Starter sehen. Den Starter sehen. Aber wo sind die Zähne? Die Zähne sind hier da drüben, ne? Da sind die Zähne, aber da muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter rüber gehen, um an die Zähne dran zu kommen. Da komme ich aber gar nicht dran. Komm, ich halt das Ding fest. Ja, ich muss vielleicht noch mal lenken. So, okay, dann gucken wir mal. Wir gehen jetzt hier im Prinzip mit dem Ding so rauf, aber das, ja. Einfach mal ums Schwungrad. Da ist er. Ist er das? Starter. Ja, da ist er. Ja. Da ist der Starter. Guck mal, der liegt an den Zähnen an. Warte, da. Da, da kannst du sehen. Da, die Zähne liegen dran. Da hat er sich verkantet. Da kann man sehen, genau an der Stelle, da. Da hat er sich verkantet. Da, die Zähne sind mit den Zähnen überein. Der hängt da drin. Was ist denn, wenn guck mal, der ist genau auf die Kante da drauf geschlagen. Guck mal, jetzt hängt er da drin. Wenn du da oben drauf klopfst und ich hier versuche, hier hin und her, wenn du auf Magnetschalter haust und ich versuche hier mit Gewalt ein bisschen hin und her zu die Kurbelwelle zu das bewegen. Halt's heute fest, also ne, verstanden, der Starter geht ja jetzt hier rein und dann hat er sich auf den Zähnen, deswegen haben wir auch noch so ein leichtes Klick. Ja. Haben wir noch nie gehabt. Aber wie kann das passieren? Ja, muss irgendwas am Starter dran sein. Also es geht nicht anders, vielleicht ist es auch schon mal... mechanischer Fehler vom Starter, dass er da auf einmal so viel Spiel hat oder was, dass der sich da oben drauf verkantet. Aber hier den Starter ausbauen, der sitzt da oben drin. Dafür muss der ganze Motor abgesenkt werden. Das ist eine Arbeit für Bekloppten. Da kriegst du bestimmt 4-5 Stunden Arbeit für. Ich weiß nicht ganz genau. Und das ist total bescheuert. Und wenn wir da so gucken, ne? Adnan. Doch, Adnan. Doch. So verwegen. Das war nicht böse gemeint, was dein Chef gesagt hat. Ich habe gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, das ist eine Arbeit für einen Menschen, der ein hohes handwerkliches Geschick hat. Genau. Das habe ich gesagt. Ja, aber wir versuchen mal, also den müssen wir auf jeden Fall. Oh, komm schon wieder raus, ja. Den versuchen wir mal, lass uns mal machen, so wie du gesagt hast. Ich gehe von oben mit einer Stange dran, haue da mal von außen auf dem Starter drauf, falls wir da dran kommen. Und vielleicht kriegen wir es ja gelöst, kriegen wir es rausgelöst, dann haben wir zumindest, also man kann es ja sehen, der hängt da drin. Das ist natürlich ein blöder, dämlicher Zufall. Der Wagen kommt zur Inspektion und danach hängt der Starter fest oder der Motor hängt fest. Und ich, als der Josch mir das erzählt, ich habe direkt gesagt, ja, habt ihr irgendwas verkehrt gemacht? Nee, definitiv nicht. Nimm doch die ganz lange Verlängerung, du kommst ja nur von hier unten dran. Hier, von hier aus kannst du ihn ja sehen. Kommst du dran von unten? Von hier aus siehst du Magnetschalter, ja. Ja. Ja, komm ich mit der Verlängerung aber nicht hin, ne? Du hast doch noch längere. Ja, ich weißt du, die Länge ist bei mir kein Problem. Guck mal hier, ich hab was ganz, 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 ganz Langes. Da klopp ich drauf, auf den Magnetschalter. Haust du so drauf. Und, ja, und ich habe heute fertig, wo mein Licht rein. Mal Licht da rein. Und ich versuche da hin und her zu eiern. Den auszubauen, da muss der echt Vater, Mutter verraten haben. Also ja. Okay.
ist oben raus. Yoshi, weißt du, was wir machen? Kannst du mal eben hochklettern und mal starten? Ja. Wir machen jetzt nochmal eine dritte Kombination dabei. Der Joscha klettert jetzt nochmal rauf. Also der Starter hängt da wirklich komplett drin, ne? Hast du auch gedacht, der. So, der hängt da. Und jetzt startest du mal. Und wenn der Josch da startet, ich kloppe hier, der Jürgen dreht, vielleicht kriegen wir es dann klack irgendwie gelöst. Das könnte sein. Ja, der Jürgen muss abmachen, kann man ja nicht machen. Stell mal vor, der startet dann. Dann drehst du ein doppeltes Salto. Ja, okay. Ja, bin raus. Ja, ich bin raus. Ja. Warte. Ja, jetzt mach mal. Starte mal. Ah ja, okay, doch reicht. Startst du noch, musst du mal raus und rein machen, das ist bei dir ein bisschen blöd. Ist das eine Automatik? Ja. Ja, nützt auch nichts. Ja. Das könnte man Gang reinmachen. Gang reinmachen und versucht so, ja, ja. Aber... Nee, hier bleibt ja nicht viel Auswahl. Starter raus, ausbauen. Also doch, Adnan. Scheiße. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier mal eben Schluss. Ne? Und ich würde sagen, wir verabschieden uns schon mal. Adnan baut das Ding aus. Wir nehmen das mit unserem Handy mit. Kommt jetzt auf jeden Fall, ja. Oh, das ist echte Schweinearbeit. Wir nehmen das so gut wie möglich mit dem Handy mit, bauen den aus und prüfen nochmal, was mit dem Anlasser ist. Da muss was am Anlasser zu sehen sein. Ich bin sehr gespannt, was ist. Wir hatten noch was für einen Nachtrag. Genau. Hatten wir noch was, weil wir hatten uns vorhin noch mal mit dem Polizisten unterhalten und da ging es um die, die klauen nicht nur Autos, sondern die nehmen sich auch Leihwagen. Also die so diese Autos da verticken, die nehmen sich Leihwagen, dann haben die ja eine Woche Zeit, für eine Woche, dann können die alle Papiere fertig machen, verkaufen den total schnell, den Wagen, innerhalb dieser Woche, dann steht dann nicht so Fahndung aus. Wenn man dann zur Polizei geht, dann sagt die Polizei, nee, der ist nicht in der Fahndung. Dann muss man bei der Polizei, können Sie mal gucken, eine Halterfeststellung. Und dann sieht man, ob das auf dem Fahrzeugbrief der eingetragene Name übereinstimmt. Aber meistens ist es dann irgendeine von den bekannten Leihwagenfirmen. Also, allein schon die Tatsache, wenn ich zu dem Menschen sage, der mir das Auto verkaufen will, ich möchte gerne die Fahrgestellnummer bei der Polizei prüfen lassen. Wenn der dann schon da Ausreden sucht, würde ich mich auch im Absatz umdrehen und wieder gehen. Genau. Dann würde ich gar nicht weiterverfolgen. Aber nicht nur gehen, sondern das würde ich dann auch bei der Polizei melden. Ja, ja. Gut, okay, wir Daumen hoch. Machen Schluss, ich hoffe, das war ziemlich interessant für euch. Du für haust, uns war es interessant. Ja, super. Ja. Du haust jetzt ab, ne? Gehst wieder rüber und wir machen hier ordentlich anders aus und schauen mal, was das wird. Tschüss, Eddie. Das wird teuer. Ciao. Tschüss. Der Patrick ist noch da, der filmt das schnell. Weil genau, das und der brauchen wir nicht mit dem Handy machen. Dann. Cooles einfallen lassen, nicht den Motor unten absenken, sondern hat die ganze Ansaugbrücke hier oben rausgebaut. Kannst du das sehen, Patrick, was der da rausnimmt? Guck mal, rutsch ein bisschen rüber, damit Patrick das besser sehen kann. So, das ist auf jeden Fall die komplette Ansaugbrücke. Mann. Und jetzt können wir den Starter schon sehen. Jo, gute Idee, Adnan. Das ist jetzt eine Stunde Arbeit, ne? Ungefähr, so, da ist der Starter. Aber sehen konnten wir den von unten auch. Ja. Das ist jetzt, muss man die hintere Schraube dran kommen. Den Schlauch noch hier, das Ding noch abbauen. Das wird natürlich alle ein bisschen, bin mal gespannt, ob du den so rum rauskriegst. Das glaube ich, von der Zeit her ist das schneller. Ja gut, okay. Der weitere Schritt ist, der Adnan fummelt jetzt da unten den Starter raus. Und wenn Patrick dann nicht mehr da ist, dann machen wir das mit dem Handy weiter. Toi. Du schaffst das. Der schafft das ganz bestimmt. 12 Sekunden später. Mal hier gucken, Patrick. Wow, ach du Scheiße, guck mal. Ach du kriegst die Tür nicht so gut, die ist alles auseinandergeflogen. Oh wei. Oh. Warte mal, jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass uns hier das Teil runterfällt. Dann müssen wir das Getriebe ausbauen. Also hier vorne fehlt die komplette obere Teil. Ja, ich kann ja auch nur versuchen. Na, kann man sehen, es ist weggebrochen. Der hat sich verkantet und ist weggebrochen. Und es ist, diese Glocke liegt hier vorne drin. Und wenn die Glocke... irgendwo hinfällt...
habe ich sie. Ja. Fehlt noch Teil, ne? Fehlt noch was? Ja, der Ritzel. Ne, Ritzel ist drin. Ist da drin? Ritzel liegt hier, ist da dran. Ja. Ritzel ist da dran. Guck dir das an. Tja, Junge. Da wird irgendwie ein Lager, das Lager, deswegen, das war gar nicht, das Ritzel ist auch drin hängen geblieben, aber das war das, was sich drin verkantet hat. Und hier vorne kann man sehen, da an dieser Stelle, da steckt noch ein Stückchen vom Ritzel sehr wahrscheinlich drin, vom Anlasser. An dieser Stelle. Das müssen wir jetzt auch nochmal versuchen, ganz fein da rauszukriegen. Weil sehr wahrscheinlich, dadurch, dass das da drin war, also so. Hopp, ist er weg. Ist rausgeflogen. Ja, das ist ein Stück weg. Kannst du das sehen, Patrick? Ja, das Stück ist jetzt rausgeflogen. Schau mal, wenn der Anlass da raus ist, können wir das bestimmt irgendwo sehen. Und da war jetzt ein Stück drin. Und dadurch hat der in dem Moment, wenn der da einschert, Druck nach Richtung und hat weggeknickt. Die Frage ist nur, was war das? Weil das müssen wir jetzt schauen, wenn der Anlass da raus ist, ob wir das nochmal wiederfinden. Und da habe ich schon. Ich hab's. Was ist das? Ist das ein Ritzel? Was ist das? Ja, wir haben das Stück jetzt hier. Jetzt müssen wir gucken, wo das herkommt. Vielleicht ist das auch hier rausgebrochen, ne? Hier irgendwo. Aber das war jetzt so feste drin. Vielleicht ist es auch vom Ritzel vom Anlasser. Jetzt können wir den Motor drehen. Ja, jetzt können wir den Motor drehen, alles klar. Wie gesagt, wir bauen das jetzt raus. Wir sind hier echt voll die Detektive und sind voll unterwegs hier. Weil, wenn da was drin liegt, dann schert er natürlich ein und das Ritzel versucht hochzugehen, kann aber nicht hochgehen. Aber erklären wir gleich, wenn der Anlasser raus ist. 3 Tage später. So, also Patrick ist immer noch da. Normalerweise dauert das viel länger, aber Adnan ist jetzt gerade in den letzten Zügen, das Ding rauszunehmen, weil er einfach einen Megatrick angewandt hat, das obenrum rauszubauen, das Ding, und nicht untenrum. Und schau dir das an. Adnan! Guter Mann. Super. Super, super, super. Echt mega schnell. Wir haben echt gedacht, das Ding ist heute Abend ausgebaut. Also, dann nochmal zur Erklärung. Das Ding sitzt hier oben drauf. So sitzt das dran. Ah ja, guck hier, das ist das Teil, was hier fehlt. Das, was wir drin gefunden haben. Aber gut, das ist sehr wahrscheinlich, lag das ja dann oben im Ritzel drin und wir haben ja hin und her gearbeitet und ist die Ecke rausgebrochen. Das wird nicht vorher rausgebrochen sein, das kann nicht sein. So, hier im Ritzel, okay. Hier oben ist natürlich die Führung. Da hat schon starkes Spiel da drin. Schauen wir mal ein bisschen. Also irgendwie hat er die Kraft nicht da drauf gekriegt. Und hat irgendwie Spiel gehabt und ist das Ding weggebrochen. Die Ritzen sehen auch noch ganz gut aus. Ja, also was ich sagen würde, Adnan, wir prüfen jetzt nochmal, drehen ihn nochmal durch und gucken auf die Ritzel, ob wir irgendwas mal sehen in irgendeinem Ritzel, ne? dass da irgendwas ist. Und ansonsten, ja, hast du gut gemacht, Jochen, super, absolut, absolut. Richtig, richtig gut, da drauf. Haben wir jetzt echt viel Zeit gespart. Das ist wirklich geil. Gut, ein oder anders rein, aber wie geht's? So ist es, er kommt zu der Inspektion hin und in dem Moment bricht so ein Ding raus. Super für die Kundin, weil das ist hier passiert, nicht irgendwo unterwegs, dass sie irgendwo anders liegen geblieben sind. Ja, der Jürgen kommt heute Abend, treffe ich den sowieso nochmal, dann bringe ich den Anlasser mit. Der ist jetzt schon zurück, weil wir gedacht haben, es würde viel, viel länger dauern. Deswegen ist Jürgen nicht mehr dabei, aber da wird er auch super Augen machen. Gut, ihr Lieben, jetzt war wirklich Schluss. Bis dann, tschüss.